Hallo zusammen, hier ist wieder euer Toshi da für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement bzw. Rufguide präsentieren. Dazu habe ich mir schon was Schickes rausgesucht und zwar haben wir hier einmal das Achievement ordentlicher Archivar. Dieses finden wir bei Ruf und dann Dragonflight und dafür müssen wir Folgendes machen. Werdet ein etablierter Archivar bei den Archiven von Azeroth auf den Dracheninseln. Und diese Archive von Azeroth, das ist eine Ruffraktion und die können wir uns hochspielen. Und hier ist es nicht so, dass wir von neutral bis ehrfürchtig die Ruffraktionen haben, sondern da haben wir halt 5 andere Stufen. Ne? Ruf brauchte ähnlich viel, ich glaube es waren auch 42.000, um dann quasi den Max-Ruf zu haben. Und wie wir uns den Ruf jetzt holen, beziehungsweise was es dann bei der Fraktion Schickes gibt, das will ich euch gleich einmal zeigen. Als allererstes, was müsst ihr machen, um hier den Einstieg zu finden? Naja, ihr habt in eurem Gasthaus hier in Waldracken auf den Koordinaten 39, 59 habt ihr so ein kleines Fähnchen hängen und das schickt euch mit einer Quest direkt hierher. Das ist quasi so eine Pre-Quest. Ich glaube, die könnt ihr auch theoretisch hier direkt von dem Gebäude annehmen. Aber ja, sobald ihr hier seid, könnt ihr dann dementsprechend mit einer kleinen Questreihe anfangen. Und diese Questreihe, die schickt euch erstmal quer über die Dracheninsel an verschiedene Spots, wo ihr dann immer quasi ein paar Quests erledigen müsst. Das solltet ihr auf jeden Fall am Anfang machen, aus zwei Gründen. Erstmal, es bringt ein bisschen Initialruf. Und zum Zweiten schaltet es, wenn ihr diese Questreihe fertig habt, World Quest frei. Und zwar gibt es insgesamt 3 World Quests, die ihr quasi biweekly absolvieren könnt. Das bedeutet, die World Quests in Dragonflight switchen ja immer quasi am Mittwoch kriegt ihr neue und dann am Samstagabend kriegt ihr quasi neue. Also ihr habt in der Woche 2x Sets von 9 World Quests. Und es gibt dann, wenn ihr diese Quest 3 fertig habt, quasi am Mittwoch 3 neue und dann am Samstag gibt es nochmal 3 neue. Oft haben die dann auch hier diese Währung dabei, mysteriöse Fragmente. Daran erkennt ihr die. Manchmal gibt es auch andere Sachen, die sind meistens an den Spots, wo ihr vorher schon für die Quest wart. Heißt, Blizzard war hier halt ein bisschen faul. Die Quests, die ihr vorher erledigt habt, sind danach quasi die Spots, wo es auch die World Quests gibt und da müsst ihr quasi dasselbe machen, ja. Und die müsst ihr dann halt immer aussuchen. Zum Beispiel hier ist gerade bei mir eine, dann haben wir hier oben auf der Insel eine und lasst mich raten, in der Zaralek-Höhle müsste die letzte sein. Ja, seht ihr, hier in der Zaralek-Höhle habt ihr dann dementsprechend die letzte. Die heißen dann auch immer hier Archive von Azeroth, also steht drunter, welche Ruffraktion quasi, von welcher der das quasi ist. Wie viel Ruf gibt es? Es gibt insgesamt 900 Ruf für alle 3, also 300 Ruf pro Worldquest. Bedeutet, wenn ihr beide Sets in der Woche macht, kriegt ihr 1800 Ruf. Plus dann irgendwelche Bonis, die ihr noch habt, wenn ihr ein Mensch seid, wenn ihr einen Dunkelmut-Jahrmarkt-Buff oder irgendwelche anderen Ruf-Bonus-Geschichten dabei habt. Genau, das ist die erste Möglichkeit, einen Ruf zu kriegen. Also erstmal die Initialquest zu spielen und dann quasi 6 Worldquests die Woche zu erledigen. Und die zweite Möglichkeit, an Ruf zu kommen, ist einmal ein Event, und zwar das große Buddeln, schimpft sich das, Ruhestätte des Verräters. Und das ist jede Stunde immer zur halben Stunde. Heißt um 1.30 Uhr, um 2.30 Uhr, um 3.30 Uhr und so weiter. Und hier ist es jetzt so, dass ihr einmal die Woche eine Quest erledigen könnt. Das ist eine Weekly Quest. Und diese Weekly Quest, die bringt euch 3.000 Ruf. Ja, wenn ihr die abschließt. Die habe ich jetzt mit meinem Main schon gemacht, beziehungsweise mit den Twinks. Und ihr kriegt zusätzlich noch 5000 von den Ressourcen. Die sind hier. Aber die Ressourcen, so wie ich das gesehen habe, sind nur beim ersten Char auf dem Account der Fall. Also, dass ihr diese 5000 extra Ressourcen kriegt. Ihr könnt es mit jedem weiteren Char auch machen, aber da kriegt ihr die Ressourcen nicht. Den Ruf, glaube ich, müsstet ihr schon kriegen. Genau, so viel dazu. Und wo kriegt ihr noch Ruf? Wenn ihr das Event spielt, dann füllt sich oben ein Balken, ne, den ihr mit allen Spielern quasi füllt, die da bei dem Event unterwegs sind. Und da kriegt ihr dann random Folianten, ne? Zum Beispiel die hier, die blauen oder auch den grünen. Und wenn ihr diese Folianten aufmacht, bekommt ihr unterschiedlich viel Ruf für diese Folianten. Ne? Es war, glaube ich, so, es gibt grün, blau und episch. Und bei den Grünen gibt es irgendwie noch 2 verschiedene, ja. Es gibt quasi den, wie es ich nenne, den Zong-Foliant, der bringt euch 5 Ruf, der Grüne. Dann gibt es die richtigen Grünen, die bringen euch 25, die Blauen bringen immer 50 und die Epischen bringen 100 Ruf. So ein Balken ist relativ schnell aufgefüllt. Wenn ihr ein normales Event spielt, kriegt ihr 3, 4, 5, 6 von den Folianten, je nachdem, wie viel da halt gemacht wird. Und dementsprechend halt auch nicht sonderlich viel Ruf. Ihr könnt das Ganze aber ein bisschen austricksen. Ihr seht ja oben den Balken, wenn er sich auffüllt während des Events. Sobald ihr einen Balken fertig habt und dann dementsprechend der nächste beginnt,
geht ihr halt einfach ins Tool rein, zum Beispiel bei Quests, und queut euch dann bei allem rein, was im Azublauen Gebirge ist. Zum Beispiel hier haben wir eine Gruppe, die ist Azublaues Gebirge. Oh, warte mal, ich muss mal kurz aus der Gruppe rausgehen, um das besser demonstrieren zu können. Also zum Beispiel hier ist eine russische Gruppe, die hat Auto-Invite, ne? Es gibt sehr viele Quests mit Auto-Invite quasi. Und dann queut ihr euch rein und könnt da so ein bisschen hoppen. Dann kommt ihr nämlich teilweise in Gruppen rein, bei denen der Balken kurz vor dem Abschluss ist, und dann kriegt ihr viel mehr von diesen, ja, von diesen Folianten. Ich habe 4 Accounts und habe mich immer selber eingeladen, habe auch Charser für die verschiedenen Servern und konnte dementsprechend quasi bei 80-90% Balken einladen, mich immer wieder einladen und habe dann, ja, weiß ich nicht, teilweise 25 Folianten pro Event gekriegt. Also ein x-faches, was man normalerweise kriegen konnte. Also so zwischen 15 und 5, naja, wohl 25 waren es, glaube ich, nicht, aber zwischen 15 und 20 habe ich oft gekriegt. Und dann, wenn man Glück hat, ne, und halt viele epische erwischt, dann kriegt man halt nicht, wie es in normalen, in einem normalen quasi Run ist, vielleicht 200, 300 Ruf, sondern dann mal 7, 8, 900 bis zu 1000 Ruf habe ich dann tatsächlich gekriegt. Ist eine Spielerei, braucht man jetzt nicht unbedingt. Wenn ihr es quasi möglichst effizient farmen wollt, dann macht jede Woche die 3 World Quests. Oder die 6 World Quests sind es ja dann wöchentlich. Und die Weekly Quest. Und ja, das war's dann. Wenn ihr es natürlich hardcore grinden wollt, dann nimmt jedes Event mit, was ihr halt Zeit habt. Also jede Stunde das Event. Und versucht dann immer die Gruppen zu hoppen. Und wenn ihr Leute habt, die euch auf anderen Servern einladen können, beziehungsweise mehrere Accounts, dann könnt ihr das auch noch nutzen. Genau. So viel dazu. Also so können wir schon mal den Ruf holen. Ich war jetzt am 9.2. fertig. Ich war aber auch schon in der ersten Woche, muss ich sagen. Da habe ich es ein bisschen hardcore gefarmt. War ich schon auf dem vorletzten Rufrang und habe dann gesehen, okay, man kriegt eigentlich nichts, wenn man ehrfürchtig ist, außer das Achievement tatsächlich. Und dann habe ich es nur noch über die Weekly gemacht. Dann habe ich es langsam angehen lassen. Jetzt schauen wir uns noch die Belohnungen an, würde ich sagen, dass wir das so ein bisschen abrunden. Und dazu sind wir jetzt hier, wo die Quest halt auch beginnt, ne? Auf den Koordinaten 61, 31 in Taldrassus, in diesem Turm drin. Und hier haben wir eine Händlerin. Und was kriegen wir hier? Wir kriegen halt hauptsächlich Temok. Einen Mount gibt es auch und es gibt ein Item, wo ihr die Ressourcen von einem anderen Char quasi rüberhandeln könnt. Ja, es ist accountgebunden, das könnt ihr per Post schicken oder wenn ihr mehrere Accounts habt, könnt ihr so direkt handeln. Und im Endeffekt, wir können uns mal jetzt kurz über die Items rüber gucken. Das meiste kostet relativ viel, ne? Es geht bei 5k los und das Mount kostet dann sogar 20.000 Gold. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal kurz über die Items drüber. Also das ist einmal ein Set, das hier. Und dann haben wir hier verschiedene Sachen, die wir in die Waffenhand legen können oder in die Schildhand, je nachdem. Also hier zum Beispiel einen Streitkolben oder so einen Zier, schimpft sich das? Das ist jetzt so ein Eisenhaken. Oder was haben wir hier? Dann haben wir so einen Steinmeißel oder eine Schaufel gibt es hier zum Beispiel. Dann haben wir hier einen Kerzenhalter, so einen Leuchter. Dann haben wir eine Schildhand, das ist so eine Laterne. Dann haben wir hier eine Schusswaffe. Übrigens, die Sachen, seht ihr, sind accountgebunden. Also ich kann mir das jetzt kaufen, das fehlt mir tatsächlich auch noch hier für 10k Marken und kann das dann auf einem Twink rüberschicken und mit einem Twink quasi lernen. Ja, also das geht auch. Dann haben wir hier noch so eine große Fackel. Wir haben hier zum Beispiel noch eine Spitzhacke, das könnte man auch zum Beispiel kaufen. Das habe ich auch noch nicht. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Da haben wir so einen Greifhaken. Nochmal eine Schaufel in einer bisschen anderen Ausfertigung. Dann ein Seil, was natürlich ein bisschen... Ja, wobei es ist schon besser, ne? Jetzt, am Anfang hat es sich immer so ganz blöd in die Beine reingeklippt. Dann gibt es ein paar Brillen hier. Das sieht man es wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Viel näher komme ich jetzt nicht ran. Dann hier auch eine komplett runde Brille. Und dann haben wir hier noch ein paar Rucksäcke. Hier ein Rucksack, ein Rot. Dann haben wir hier ein bisschen in Grau gehalten. Einen Hut, um das Set quasi zu vervollständigen. Das kostet tatsächlich am meisten 15k für so ein Ding. Und das Mount, das hatte ich euch ja schon mal in dem Mount-Guide einmal gezeigt. So, jetzt zeige ich euch das mit der Währung auch nochmal. Also diese Währung, die müsst ihr auf den Boden schmeißen, ja. Ich weiß auch nicht, warum Blizzard sowas macht. 90% der Währungen, die man sonst so im Spiel hat, die kannst du einfach nehmen und quasi einsetzen. Dieses Ding, mit dem funktioniert das nicht. Das muss man auf den Boden schmeißen. Es hat aber keine Global Abklingzeit. Und dementsprechend kann ich das die ganze Zeit durchhauen. Je nachdem, wie schnell ich halt klicken kann. Ne? Und warte mal, ich kann es euch mal zeigen. Hier ist diese Währung. Ne? Jetzt ballere ich das einfach durch.
und es rattert dann halt hoch. Ja, ihr könnt es auch immer wieder dann einsetzen und auf einen anderen Twink schicken. Ist aber relativ egal, weil wie gesagt, die Items könnt ihr ja auch rüberhandeln. Ne? Also das ist jetzt nicht das Problem. Also mir fehlen zum Beispiel jetzt noch der Hut, den kann ich mir jetzt kaufen. Und diese zwei Ränzen. Dann bin ich tatsächlich auch durch und habe sogar ein bisschen overcapped mit den Marken. So wie ich es gesehen habe, kann man sonst mit denen nichts anfangen. Ja, also sonst könnt ihr mit denen nichts machen. Und jetzt zum Beispiel hier habe ich doch auch einen Worry hier. Also das ist auch einer von meinen Chars. Und dann können wir das rüberhandeln. Hoi, warum kann ich das nicht rüberhandeln? Blizzard. Perfekt. Das ist Account gebunden und das ist Seen gebunden. Perfekt. Die Logik. Ja, okay. Dann müssen wir das doch anscheinend anders machen. Heißt, dieses Item können wir anscheinend nicht rüberhandeln. Vogelwild. Ich verstehe jetzt auch nicht so ganz, warum das eine Account gebunden ist und das andere nicht, aber ist ja auch egal. Wir können jetzt quasi die Währung nehmen. Dann gebe ich die hier dem Worry. Und dann kaufe ich mit dem Worry die Flinte. Dann haben wir das Ding auch. Ja, weiß ich nicht. Also ist schon wieder ein bisschen unnötig, wenn er mich fragt, dass das eine geht und das andere nicht, aber okay. Das ist halt Blizzard-Logik zum Teil. Genau. Und ja, mehr ist es nicht. Es gibt halt einen Haufen kosmetische Items, die relativ teuer sind. Wie gesagt, wenn ihr mehrere Accounts habt, könnt ihr das mit mehreren Chars parallel farmen, was ich echt empfehlen würde. Dann geht's schneller. Sonst könnt ihr es halt auch über ein paar Monate quasi einfach immer schön mit der Weekly Quest machen. Kriegt ihr immer 5k. Da kommt schon was zusammen. Gut, dann sind wir auch tatsächlich durch mit dem kleinen Achievement bzw. Rufguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.